Bei Only Up war die Steuerung zum Beispiel komplett Käse und Objekte hatten sehr weirde Greif- und Kletterkanten. Hauptsache ist, dass man nicht nach links fällt, weil man dort, ja, genau so ungefähr bis ganz nach unten fällt. Alter Schwede, wird es Zeit, meinen Kanal zu supporten, indem du abonnierst? Bei dem Einkauf von Just Legends den Code CO benutzt. Und natürlich meinen nicen Merchers checken, sowie das süße Wolki. Was geht ab, ihr Zeus hier? Ich gebe Jotarium eine letzte Chance. Wir hatten ja einmal eine Reaktion auf ein Video, wo ich der Meinung bin, ja, cool, aber Lego Rocket Raider kennt doch keine Sau. Und dann hatten wir Red Dead Redemption, wo ich der Meinung war, so, okay, aber das war ja nur ein Teil der Story. Jetzt haben wir hier, dieses Spiel hat mich gebrochen und ich hoffe jetzt, dass in diesem Video wir sehen ein Spiel, das ihn gebrochen hat. Und wenn es darum geht, dann Daumen hoch. Wenn es darum nicht geht, dann Daumen runter. Wir schauen rein, ich bin sehr gespannt. Auf geht's, hopp, hopp. Wir schauen rein, los geht's und go. Hi, der Entwickler dieses Spiels beschreibt sein Meisterwerk wie folgt. Klettern, rutschen, fallen, wieder und wieder, endloses Leiden. Und da ich mal wieder Bock hatte, meinen Lebenswillen zu hinterfragen, dachte ich mir nur, okay, klingt gut, let's go. Wie viele Tastaturen werden das Zeitliche segnen? Wie viele Krampfadern muss ich mir hier nachziehen lassen? Und werde ich dieses Spiel bezwingen, bevor es mich bezwingt? Lasst es uns gemein. Ist das von dem Entwickler mit diesem Topf, Getting Over It, wie es heißt? Sieht mich ganz ähnlich aus. Ist das vom selben Typen, oder? Einsam herausfinden. Willkommen zu meiner Reise durch A Difficult Game About Climbing. Steuern tun wir die Arme, und zwar nur die Arme, mittels der Maus. Mit der rechten Maustaste können wir uns mit der rechten und mit der linken Maustaste mit der linken Hand festhalten. Was zunächst recht simpel erscheint, wird recht schnell recht komplex, da man sich natürlich nicht einfach nur nach oben grabbeln, sondern mit diesen Spielmechaniken stellenweise pixelgenaue Handgriffe, schnelle Bewegungen und sogar Sprünge in alle Himmelsrichtungen ausführen muss. Die Neugierde überkam mich und so schlackerte ich meinen Körper mal komplett. Wie das aussieht. Stark. Nach rechts ins Meer hinaus, um dort eine nicht erklimmbare Wand vorzufinden. Gut, dann muss links aber irgendwas sein. Nö. Ab zum Geschäft. Der Kai, wenn das so ein Easter Egg gewesen wäre. So ein Spiel durchgespielt. Stein also mit mir, wo ich Captain Karl diese andere Fingernägelkürzung verpasst habe. Oh, gibt mir Flashbacks an die Schulzeit, wenn der Lehrer im letzten verzweifelten Versuch, die Klasse ruhig zu bekommen, mit den Fingernägeln über die Tafel gekratzt hat. Oder Monkey D. Ruffy, als er mit Nami den Berg hochgeklettert ist, um Nami zu retten. Nami zu retten, ja. Und oben Dr. Chopper auf ihn gewartet hat. Dennis, Niklas und Justin einfach nicht die Fresse halten konnten. Und wisst ihr, was die drei heute machen? Verantwortungsvoll mit ihrem Geld umgehen. Und wie machen die das? Mit Finanzguru. Oh nein, er ist geldgeil geworden! Zu dem Sponsor des heutigen Videos. Gönne ich den absolut gar nicht, diese dauerhaft kostenlose App zu nutzen, um einen Überblick über ihre Finanzen zu haben. Meine auch, die wären was Besseres, nur weil die auf einen Blick alle Kontostände und Buchungen an einem Ort einsehen können, oder? Du bist bei der Sparkasse, Bro. Du musst doch raus. Sparkasse nicht gut. Sparkasse gar nicht gut. Ja, was? Bestimmt haben die Girokonto, Kreditkarte und Krypto gleichzeitig eingebucht. Kreditkarte 256 minus? Was machst denn du? Was kaufst du als Kredit? Was ist da los? Unten oder nutzen gar die übersichtliche Vertragsansicht, mit der man Verträge rechtssicher kündigen kann. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem Dennis so einer ist, der seine Finanzen mittels Finanzguru Plus überblickt, um Zugriff auf unlimitierte Analysen seiner Ausgaben, intelligente Prognosen und monatliche Budgets zu haben. Mann, was kotzt mich das an, dass man mit Finanzguru Plus seine Finanzdaten easy in Excel exportieren und auf dem PC anschließend weiterverarbeiten kann. Und wehe, einer von denen benutzt meinen Code Yodarum, um Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos zu testen. Dafür hätten die einfach nur die App über den Link in der Beschreibung runterladen und anschließend meinen Code im Reiter mehr einlösen müssen. Krieg ich richtig Puls, wenn ich darüber nachdenke, dass dieser Code bis zu 30 Tage gültig ist. Eigentlich voll geil, die Werbung so zu machen. Ich will das auch mal probieren, ob ich das darf. Das wäre voll cool. So voll, so negativ, so. Mach das auf keinen Fall. Gut, okay, den rückenhaaraufstellenden Sound, der das Ganze hier eingeleitet hat, also auch mal überstanden, bin ich tatsächlich mal vorangekommen. Und nachdem ein Stromkasten und eine Zapfsäule überwunden wurden, weil warum sollten die hier auch nicht sein, kam das Spiel mit diesem Ekelerschreck. Krass, der kann sich teilweise an diesen Kanten gar nicht festhalten hier so. Weil es zu glatt ist, es braucht feste Kanten. Muss doch nicht, Mann. Oben angekommen, zeigt ein Schild nach unten und da ich keinerlei andere Möglichkeit des Voranschreitens gesehen habe, musste ich dem Spiel wohl oder übel vertrauen, was ich dem Spiel wohl übel nehmen werde. Kurzer Moment der Ruhe und Selbstfindung später ging es wieder nach oben und diesmal versuchte ich mit einem kleinen Trickshot mich selber nach rechts zu katapultieren, was überraschend gut funktionierte. Die linke Maustaste wurde krampfhaft reingepresst, während ich meinen Körper von links nach rechts schwang. Im perfekten Moment ließ ich das Momentum das Steuer übernehmen, das mich arschvoran ins Wasser geleitete. Well shit, willkommen zu der ersten Stelle, die mich einige Zeit der Überwindung gekostet hat. Bei meinem
Immer wackelt so. Voll geil. Im letzten Versuch wollte ich nochmal kurz schauen, ob der zuvor so wackelige Brettervorsprung tatsächlich abbrechen kann. Und bin zu der Erkenntnis gekommen, nee, ist recht stabil. Und nee, werde ich nicht nochmal überprüfen. Tja, und so ging das fröhliche und vor allem mühselige Hochklettern, den Sprung verkacken und wieder runterfallen los. Bei diesem Unterfangen spürte ich das erste Mal ein leichtes Knacken. Ich habe das mal in einem Stream zugeschaut und ab dem vierten Mal runterfallen war ich so, ich bin raus. Man kann sowas nicht zugucken, finde ich. Das ist so anstrengend. In der Nähe meiner inneren Sollbruchstelle, da sich meine Maus wieder und wieder wie von alleine Richtung Rage Quit navigierte. Das große Problem hierbei ist, dass ich dem Spiel nicht mal wirklich die Schuld für irgendetwas geben kann. Bei Only Up war die Steuerung zum Beispiel komplett Käse und Objekte hatten sehr weirde Greif- und Kletterkanten. Doch hier ist das Greif- und Klettergefühl leider wirklich gut. Also frustrierend und schwer, so ist nicht, aber immerhin gut genug umgesetzt, sodass ich das eigene Versagen eigentlich nicht aufs Spiel schieben kann. Also das ist schwer. Schon, weil, komm, ich kann mich ja nicht selber für meine eigenen Taten verantwortlich machen. Das wäre schließlich eine Form von Reife, die es tunlichst zu vermeiden gilt. Mann, greif doch dahin, ey. Drecksspiel, Dreckshände, Drecksnichtsnutzige Beine, Dreckswände, Dreckswasser. Habe es zwischenzeitlich sogar geschafft, die zuvor nicht zu erreichende Abkürzung zu nutzen, was nicht nur ordentlich Zeit und Nerven ersparte, sondern mir auch ein kleines Erfolgserlebnis gab. Diese Euphorie wurde aber von den fortwährenden Verkackungen meinerseits schnell wieder überdeckt. Es folgte nun... Ich glaube echt, dass es ganz schwer ist mit linker und rechter Maustaste, dass man manchmal will man da loslassen, lässt aber falsch los und dann... Nein, ach Mann! Ein langer Abschnitt, bei dem mein Charakter immer wieder so aussah, als würde man jemanden mit Höhenangst vom 10-Meter-Turm schubsen. Immerhin konnte ich die sich langsam in mir aufbauende Aggression durch beidhändiges Verprügeln der Wasseroberfläche aka Schwimmen wieder abbauen. Das unfreiwillige Turmspringertraining dann doch mal irgendwann beendet bekommen, kam es zu diesem Versuch. Doch wer jetzt glaubt, dass es von hier an einfacher wird, der ist nicht nur brutal naiv, sondern liegt auch noch falsch. Denn nun folgt eine Kletterpassage, die meine Fingermuckis aufs Brutalste gefordert hat. Jeder weiß, dass die... So ein Game würde ich gerne mal mit Safe Stats durchspielen. Einfach nur, um ein bisschen Frustfaktor wegzunehmen. Weil ich glaube, es ist ja immer noch ultra schwer. Auch mit Safe Stats beim ersten Mal. Das ist eine reine Übungssache natürlich. Also bei Getting Over, da habe ich es ganz stark gemerkt. Da habe ich ja bei den ersten Passagen so verkackt und irgendwann war man voll gut darin, diese ganzen Passagen zu machen. Man muss halt immer diesen... halt dazulernen, immer schlauer werden. Aber boah, das ist... Die Tasten besser funktionieren, wenn man sie fester reindrückt und Junge, meine Maus und meine Hand sind hier fast miteinander verschmolzen. Am Ende habe ich durch meine Anspannung dann aber doch etwas zu viel rumgewackelt, was eine Reise nach unten und einen kurzen Mental Breakdown mit sich zog. Das Positive ist, dass ich echt einigermaßen gut darin wurde, diesen Early Skip zu machen. Allerdings ist es wohl eigentlich kein sonderlich gutes Zeichen, wenn man anfängt, sich im Startbereich gut auszukennen. In meiner Verzweiflung habe ich zum Controller gewechselt, denn jeder weiß, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Aber überraschenderweise empfand ich vor allem das Umhergespringen mit dem Controller als deutlich angenehmer. Das genau. Das glaube ich sogar, weil Knöpfe drücken und Stick dann woanders ist wahrscheinlich, ne? Ist dann gelöst mit A und B oder wie und dann Stick hin und her. Zieren der Hände ist dafür aber etwas kniffliger, weswegen... Ich glaube, ich würde so einstellen, dass L und R hinten links und rechts ist und Stick einfach, ja, das und her schwingen. Ich immer mal wieder rumgewechselt habe. Ach ja, wie ihr seht, habe ich es mittlerweile auch tatsächlich mal geschafft, etwas Progress zu machen und... Feini, feini, Chef. Peak. Ja, du bist ein Feini. Okay, keine weiteren Fragen. Fast noch nervenaufreibender als die Hängelpassage von vorhin war es nun, sich an diesen dünnen Ästlein entlang zu ziehen. Eine falsche Bewegung, ein Griff ins Leere und man rutscht gnadenlos in die Tiefe. Griff um Griff zog ich mich mit einer Konzentration in die Höhe, die sich meine Lehrer damals von mir nur gewünscht hätten. Und so erblickte ich Wasser. Es gibt hier tatsächlich solche Auffangbecken. Zwar kann man stellenweise noch immer ganz nach unten purzeln, doch durch die einigermaßen vergesetzten Becken zwischendurch hat man immerhin eine große Chance, dort drin zu landen. Und nicht ganz unten im Meer. Der Beginn dieses neuen Abschnitts bestand im Grunde aus einer recht simplen Kraxelei. Hauptsache ist, dass man nicht nach links fällt, weil man dort... ja, genau so ungefähr bis ganz nach unten fällt. Was ihr hier seht, sind die verzweifelten Bewegungen eines verzweifelten Mannes. Ich hing dann da nochmal für gute 5 Minuten wie bestellt und nicht abgeholt rum, bis ich erneut den Mut gefasst hatte, den Deo-Roller auf eine neue Reise... Das Schlimme an diesem Game ist, dass man kann wirklich nicht aufhören. Man ist immer wieder so... Ach komm! ...zu schicken. Ich glaube, ich brauche euch auch nicht erklären, wie lange es gedauert hat, bis ich erneut den Hüpfer geschissen bekommen und die darauf folgende Hängelei überwunden hatte. Mir noch einen kleinen Moment der Glückseligkeit gegönnt. Bestieg ich das Geäst und schwang mich feuchtfröhlich ins vertraute Safety-Becken hinein. Mit einem Streckungsmanöver, das jeden Folterknecht neidisch gemacht hätte, näherte ich mich dem Wasserfall und trotz der nicht zu verachtenden Lautstärke... blieb ich cool und grifffest wie die Weiterentwicklung von einem Flutschfinger und schaffte diese Passage first try. Stolz wie ein Golden Retriever mit einem mediumgroßen Stock im Maul griff ich genauso ein. Oh, mach keinen Scheiß.
Meine Hände verkrampften sich zu einem einzelnen adrigen Fleischklumpen beim Umhergeschwanke im darauf folgenden Gebiet. Und wieso auch immer hielt ich es für den zielführendsten Weg, mich auf den Stein unter mir fallen zu lassen, was, wenig überraschend, nicht allzu gut funktioniert hat. Naja, egal, ich bin ja immerhin nicht bis ganz nach unten gesaust, was ich natürlich umgehend ändern musste. Für die Schmerzen, die ich in diesem Moment hatte, lache ich hier eigentlich noch viel zu wenig. Überspringen wir mal das Gespringe und größtenteils Gefalle, denn eine ganze Kopf gegen die Tastatur schlag Stunde später befinden wir uns wieder am Wasserfall, der mir jetzt warum auch immer einige Probleme gemacht hat. Keine Ahnung, was auf einmal los war, aber jeder Fall tat ja nur halb so viel weh, da ich im Becken direkt darunter gelandet bin. Also, bis ich es halt nicht mehr bin. Und ein kurzer mentaler Breakdown später. Oh nein! Machte ich mich wieder ans Klettern. Man sagt ja so schön, dass der Meister öfters gescheitert ist, als der Neuling es versucht hat. Also werde ich bei dieser Failrate ein verdammter Gott in diesem Spiel werden und nichts wird mich aufhalten können. Aber zunächst hat mir ein entspannter Ragequit etwas inneren Frieden gegeben, sowie das Leben meiner Tastatur um eine Gaming-Session verlängert. Der mentale und spielerische Reset half ungemein, da ich mich kurz darauf wieder im ersten Zwischenbecken wiederfand und sogar den Wasserfall problemlos hinaufgeklettert bin. Unnötig knapp ergriff ich den Pinocchio-Stängel, der von mir aus ruhig mal ein, zwei Lügen hätte droppen können. Und diesmal fand ich auch den richtigen Weg, der mich vorbei am fließenden Wasser... Ohne Scheiß, solche Videos würde ich manchmal auch gern machen. Vielleicht irgendwann mal gibt's Gaming-Content von mir. Aber irgendwie, manchmal wäre es schon cool, sich so Spiele zu... Keine Ahnung, im Stream zu spielen zum Beispiel, ziemlich lange Aufnahmen zu machen. Und dann irgendwann zu sagen, hab ich genügend, ich mache da so ein richtiges Hauptvideo draus. So, hätte ich schon irgendwie Bock drauf. ...Wasser und hin zu einem weiteren Gefahrenschild brachte. In biblischer Perfektion, die selbst Michelangelo nicht schöner in Videospielform hätte pressen können, ergriff ich die Hand der Statue und zog mich hinauf ins nächste Gebiet, das mich direkt mal mit einem drehenden Dingens begrüßte. Etwas eingeschüchtert, aber voller Tatendrang griff ich drauf los und landete zu meiner großen Erleichterung im zweiten Safety-Becken. Aber das ist schön gemacht von dem Game. Bei Getting Over It war fast so, dass man theoretisch immer ganz runterfallen kann. Und das ist schon gemein. Becken, in dem ich recht viel Zeit verbringen sollte. Und wie das so ist, gab es mal bessere und mal schlechtere Versuche. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich diese Sprünge, ob ihr es glaubt oder nicht, auch noch nicht so wirklich kapiert. Aber keine Sorge, der Groschen fällt bald noch. Doch bis dahin bin ich es selber, der hier fällt. Wieder. Also meine Theorie ist, er lässt zu spät los, ne? Also, weil er schwingt immer so, wupp. Er müsste eigentlich hier schneller loslassen, oder? Und wieder. Aber dann, etwas Glück gepaart mit schierem Durchhaltungsvermögen, brachte ein Kind namens dieser Sprung auf die Welt. Einigermaßen elegant hangelte ich mich hier durch, doch Erzfeind Numero Uno machte sich sogleich bemerkbar, und zwar Sonne Drehscheibe, die mich gegen mein Prinzip, sich ruhig und bedacht zu bewegen, zur Schnelligkeit zwang. Hat mich wenig überraschend überfordert und meinen Allerwertesten erneut befeuchtet. Zwei, drei weitere Versuche später stand ich meinem... Was ist, wenn man sich festhält an zwei verschiedene Dinge, sich so langziehen lässt? Nemesis der Beweglichkeit erneut gegenunter, nur um zu bemerken, dass... Zio zockt Comeback? Ja, vielleicht manchmal, ja. ...dass das Teil ein Scheiß, ja ein brauner Klecks in der Ecke gegen seinen kleinen abgedrehten Bruder ist. Guckt euch das Ding mal an! Einmal angetatscht und schon durfte ich die Schwerkraft erneut auf ihre Fuß... Wie schnell sich das Ding dreht, ey! Ich habe schon mal Gaming-Videos gemacht, aber das waren ja wirklich Renn-Let's Plays, so. Manchmal werde ich schon Lust, so Essays zu machen, also über Spiele. Manchmal auch Themen, die mich beschäftigen. Zum Beispiel, warum war Banjo-Tooie beschissener als Kazooie, nach meiner Meinung? Und ich laber dann euch voll und dann kriege ich 1000 Kommentare, dass ich ein Idiot bin und so weiter. Aber einfach so ein bisschen diskutieren über Dinge. Funktionalität überprüfen. Wir sind, by the way, aktuell bei rund 2,5 Stunden, aber ich gebe mich noch lange nicht geschlagen. Auch wenn jeder Fail dort oben im Getriebe mich an meine Grenzen brachte, wie man aus meinem Armgefuchtel eventuell herauslesen kann. Doch was meine innere Sollbruchstelle diesmal nicht nur angeknackst, sondern vollends durchgebrochen hat, war das hier. Hey, wo willst du denn jetzt mit mir hin? Wow! Naja, so wild ist es nicht. Ist ja eigentlich nur der Wasserfall und so ein, zwei kleine Hüpferchen, die es zu bezwingen gilt, um wieder nach ganz oben zu kommen. Nein! Der Weg nach oben wurde, weil dieser Wurstwassergurkler sich weigerte, einfach mal einen Stein festzuhalten, von ein, zwei Rückschlägen begleitet. Doch das Schildspanken brachte mich mental wieder auf Kurs und so fand ich mich schnell wie...
Ja, so fand ich mich also beim vertrauten Maschinenzeugs wieder und wurde mit den mir mittlerweile bekannten Problemen konfrontiert. Aber eine gute Sache hat das Ganze, ich werde langsam echt solide in diesen seitlichen Sprüngen, was dazu führte, dass ich stellenweise komplett unnötig umherhüpfte. Aber hey, bisschen Spaß muss ja auch mal sein, während der Frontallappen damit beschäftigt ist, sich zu überlegen, an welchem... Man muss da ganz nach rechts kommen und dann ganz schnell hoch. Aber das ist immer so leicht gesagt, das ist super schwer bestimmt. Ich bin genau, er sich gegen die Tastatur scheppern will. Difficult game about climbing. Oder zu Deutsch auch Stück Scheiße. Okay, zurück zum Progress, denn zwischen den Fails offenbarte sich folgende, fast schon anmutig aussehende Kraxelei. Wow! Let's go! Okay, und jetzt? Fällt's runter. Diesen Versuch hier meinte ich und ja, da hing ich also und war überfordert wie so ein Zeuge Jehovas, der tatsächlich mal reingelassen wurde. Ich hatte keinen Plan, was ich jetzt tun sollte, soweit war ich noch nie gekommen. Also schnell wieder zurück mit mir zu den altbekannten Gegebenheiten, wie den Flugwind um die Eier zu spüren. Ich möchte kurz zwischenmelden, dass mittlerweile 3,5 Stunden vergangen sind und meine Hände von der durchweg verkrampften Haltung nicht mal mehr wehtaten. Ich spürte rein gar nichts mehr, äußerlich als auch innerlich. Also machte ich einfach weiter und meine Ausdauer sollte belohnt und dann direkt wieder bestraft werden. Yes. Oh! Oh! Nein, du Stück. Das kann man nicht schaffen. Doch kurz darauf, und mit kurz meine ich eine halbe Stunde voller Leid und Qualen später, standen die Sterne richtig und strahlten geradezu auf meine Muckis hinunter, die etwas am Zittern waren bei dem Gedanken, jetzt in diesen Höhen einen weiteren Sprung zu vollführen. Muss ja spannend sein, aber dachte sich auch dieses Drecksgame, das mir keinen neuen verdienten Safety Pool, sondern eine Häuserkletterpassage entgegenknallte. Danke dafür. War auf jeden Fall dieser andere Nervenkitzel, nach all dem auch noch zwischen den Häusern hier umherzuhüppen. An dieser Kuppel umherzuklettern sieht bedrohlicher aus, als es eigentlich ist. Also einfach... Ist das ein Creed oder was? Fehlgriff und nicht nur mein Charakter, sondern auch diverses PC-Equipment lernt hier fliegen, so ist nicht. Aber es war jetzt nicht sonderlich schwierig. Doch dann erblickte ich sie. Eine Wäscheleine. Und natürlich muss man sich an den dort hängenden Kleidungsstücken entlanghangeln. Und natürlich sind die dabei maximal am Rumshaken. Nach einem kurzen Freilufthüpfer von Buchse zu Kleid, wenn ich mich noch genau daran erinnern kann, den Atem angehalten zu haben, kam mir dieses Umhergewackel aber wirklich zu... Ein Schlipper? Gute. Ein letzter Sprung zur Krawatte einer Giraffe, den ich schon als gefailed verbuchen wollte, brachte mich dann aber endlich ins nächste Becken. Ein Element erschien, das ich schon viel früher erwartet hätte und mich dementsprechend wenig überraschte. Eine Kletterwand. Hey, Rutsche kommt gebrannt vor. War die Dreistigkeit des Entwicklers, mir nicht ordnungsgemäß geprüft und befestigte Kletterknäufe anzubieten. Mehrmals. Schwingus mein Dingus am Ringus und schon ging die Klettertour weiter, die mich zu einem Steuerrad führte. Wichtigstes aber zuerst... Ich muss sagen, was ich gut gemacht habe im Spiel, um mal zu loben, zwischendrin wie auch Passagen, die etwas einfacher sind, damit man halt so ein bisschen, ja, wieder ein bisschen Juhu hat, ne? Und ich finde die Save-Stats auch nicht schlecht. So, jetzt zurück zum Ernst der Lage. Wie zur Hölle soll ich bitte da hochkommen? Oh, ja, eventuell einfach so. Meint ihr, wir gehen noch so hart zu schwingen, dass du einen Überschlag machst? Probier doch mal. Das hat keine Minute gedauert. Ich bin begeistert von mir selber. Nun galt es, den Mast zu erklimmen, der mich zu einer Stromleitung führte, die mich letztendlich zu einem roten Metallbarren geleitete. Schnell war klar, das Teil muss in Bewegung gebracht und von mir anschließend der richtige Moment abgepasst werden, den Anker darüber zu greifen. Nach ein paar Gescheiterten war dann aber doch mal ein erfolgreicher Versuch dabei, nach welchem ein neues Safety-Becken erschien, das meine Buchse in-game und RL feucht werden ließ. Und ich muss ja sagen, entweder habe ich zu diesem Zeitpunkt allmählich tatsächlich etwas Skill entwickelt oder die nun folgende Passage war deutlich einfacher als die davor. Ein kleiner Hüpfer von Schwingebox zu Schwingebox, kurz den Kletterimposter loswerden und dann noch so ein kleines Timing- und Geschwindigkeitsspielchen. Und dann war ich in einer Höhle angekommen, die ich eine ganze Weile mein Zuhause nennen durfte. Wir merken uns, ich habe Stand jetzt 4,5 Stunden in diesem wunderschönen Spiel verbracht. Ihr könnt ja mal schätzen, wie lange ich an diesem Bereich hier festhängen werde. Denn nicht... Ach komm, ich bin mutig, 2 Stunden. Nicht nur muss man hier 3 Sprünge hintereinander machen. Nee, der letzte davon ist auch noch einer der schwierigsten im gesamten Spiel. Und damit ist es noch nicht mal vorbei. Danach kommt noch ein weiterer Kletterabschnitt mit kleineren Hüpfern, bis man seine nichtsnutzigen Beine ins nächste Becken schwingen darf. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich habe es tatsächlich verstanden. Ich muss einfach nur so nach oben und dann... Nee. Teilweise habe ich wirklich gedacht, dass ich es jetzt endlich raus habe, weil ich fast bei jedem Anlauf bis zum Rad gekommen bin, nur um dann kurz darauf über eine halbe Stunde nicht mal mehr den ersten Hüpfer zu schaffen. Hab mich stellenweise so gefühlt, als sei das hier mein erster Tag als Mensch, da irgendwie nichts mehr funktioniert hat und ich mir alles von vorne beibringen musste. Doch dann, nach einer gefühlten Ewigkeit und mit mittlerweile schwitzigen Griffeln, passierte es. I did it.
Ich durfte mich aber noch nicht zu früh freuen, da es noch längst nicht vorbei ist. Die Lämpchen sehen auch tatsächlich bedrohlicher aus, als sie eigentlich sind, da man hier einen super Grip dran hat und man sich zur Abwechslung mal ohne Sprünge an ihnen voranhangeln konnte. Zumindest für 20 Sekunden, denn im Nu fand ich mich an einem Steinvorsprung hängend wieder und musste einen letzten Sprung nach rechts vollführen. Etwas, was ich schon unzählige Male getan und auch geschafft hatte, doch in Hinblick auf die In dem Fall kannst du nicht schwingen. Beziehungsweise unter mir liegende stundenlange Tortur war ich mit meiner Fähigkeit in irgendwie nicht mehr so sicher. Und so kam es, wie es kommen musste. Das Erniedrigendste war dann aber noch, dass ich den Schwimm of Shame wieder komplett zurück durch die Höhle machen durfte. Ich reg mich nicht auf. Das Spiel regt mich auf. Ich hatte noch einen weiteren Versuch, bei dem ich den zugegebenermaßen recht einfachen Hüpfer hinter mich bringen und zu den Felsen weiter rechts klettern konnte, nur um dann dort von meiner Zittrigkeit übermannt und wieder ins Becken unter mir getaucht zu werden. Zweimal! Doch ich ließ mich nicht unterkriegen. Manchmal ist alles, was man im Leben braucht, Durchhaltevermögen und genau das habe ich zu Genüge. Weswegen dem Spiel keine andere Wahl blieb, als mich letztendlich doch passieren zu lassen. Meine Reise brachte mich noch zu so blauen Glibberpflanzen. Ja, das habe ich dann auch erstmal eine Weile gemacht, nur um vom Spiel daraufhin aufgefordert zu werden, ihm wieder zu vertrauen. Ein Leap of Faith zur rechten Seite. Nach all den Qualen, die hinter mir lagen, war ich innerlich so abgestumpft, dass ich es ohne lange zu zögern einfach machte. Und landen tat ich im nächsten und letzten Safety-Back. Dann war es gar nicht so lange. 7 Stunden 15 Minuten bin ich mittlerweile schon dabei, was heißt, dass ich fast 3 Stunden in dieser scheiß Höhle festhing. Und hätte mir jemand vorher gesagt, was mich in diesem Eisbiom erwartet, wäre ich wohl lieber in der Höhle geblieben. Weil man meine pure Verzweiflung, meinen inneren Schmerz und mein schwindendes Gefühl der Hoffnung kaum mehr in Worte fassen kann, fasse ich mal etwas anderes und zwar diesen Part zusammen. Ich habe es nicht geschafft. Recht zu Beginn schon gibt es einen ultra ekelhaften Sprung, der einfach The Better of Me gegettet hat. Und alle Kommentare. Ich hab den geschafft. Bei mir war es gar kein Problem. Auf Teufel komm raus, habe ich es versucht und nicht geschafft. Und ich bin erst 5 Jahre alt. Von dem einen Felsen diagonal rechts runter zum anderen zu springen. Ihr erinnert euch eventuell daran, dass ich so um die 7 Stunden rum hier angekommen bin. Ja, mittlerweile haben wir 2 Stunden später und ich bin keinen Pixel weiter als zuvor. Ich habe beschlossen, das Spiel erstmal Spiel sein und mich selber ins Bett zu lassen. Und ohne Scheiß jetzt, ich habe von dem Stück Software geträumt. Ich habe geträumt, dass ich es nochmal versucht und es einfach geschafft habe. Nicht nur diese eine Dreckstelle, sondern das gesamte Spiel. Voller positiver Energie und Tatendrang bin ich dann aufgestanden, habe meine Seelenhülle an den PC geschwungen und ob ihr es glaubt oder nicht, ich... Hab's nicht geschafft. Ja, scheiße, wenn die Realität einen nicht nur einholt, sondern auch noch überholt und beim Überrunden überfährt. Genauso habe ich mich zumindest nach 2 weiteren Stunden des Frustes und der Fehlversuche, ohne auch nur einen Ausblick auf Progression an der immer gleichen Stelle, gefühlt. Irgendwann war ich so gut im ersten Kletterpart. Dieses Game werde ich niemals spielen. Das sage ich jetzt schon. Niemals. Dass ich keine 20 Sekunden gebraucht habe, um zum diagonalen Sprung zu kommen, nur um mich dann dort an den Worten Cäsars zu orientieren. Veni, vidi, violini. Ich kam, ich sah, ich verpisste mich. Kam, sah und vergeigte. Die Stunden verstrichen, der Frust wuchs und doch irgendwo in den Tiefen meiner verzweifelten Seele keimte ein Funken Hoffnung. Denn ein kleiner, ach was sag ich da, ein riesiger Gamechanger war die Erkenntnis, dass ich meinen Fall durch das Spammen von Festhalten und Loslassen immens bremsen kann. Und genau mit einer solchen Taktik überwand ich das erste Mal meinen Erzfeind von Sprung. Ich brauchte einen Moment, bis ich überhaupt realisiert hatte, dass ich es tatsächlich geschafft hatte, doch dann gab es nur einen Weg. Weiter nach oben. Und wisst ihr, was da oben Tolles ist? Ein Sprung, der, wenn du ihn verkackst, dich automatisch wieder Richtung... Dankeschön für ganze Euro. Oh, leck mich im Arsch. In meinen Geldbeutel rein. Dankeschön, super lieb. Und Becken befördert. No. Halt die Fest! Bitte, ich... Halt die Fest! Master! Ich werde zum fucking Joker, ich schwör's dir. Hat auf jeden Fall richtig gebockt, sich erneut bis zu dieser Stelle zu ackern, nur um den Hüpfer dann wieder zu verkacken. Meine Maus durfte aber aufatmen, denn irgendwie legte ich diesen gottesgleichen Sprung hin. Weisere Worte findet man wohl nur in einem Glückskeks. Doch... Anders kann ich sagen. Damit noch nicht genug vom Leidenslied, denn nach all dem Schwingen, nach all den Sprüngen fordert das Spiel jetzt von deinen zitternden, schwitzenden, die Maus krampfhaft umschließenden Fingern eine Präzision, die verboten gehören sollte. Guckt euch das Elend da doch mal an. Ich brauche euch nicht zu beschreiben, was passiert, wenn man hier abrutscht, da ich es euch auch einfach zeigen kann. Aber warum hat er losgelassen? Also ist der Spieler im Spiel so kacke und manchmal rutscht er ab, wenn er zu viel rumwackelt oder wie?
Ich möchte anmerken, dass wir mittlerweile die 11-Stunden-Marke durchbrochen haben. Mir. Mir geht's gut. Ehrlich. Guck mal, einer Schau, da hängen wir wieder an den Fitzelbrocken, die ich zum ersten Mal überwunden und mich dann mental auf den folgenden Part vorbereitet habe. Ein weiterer riesiger Sprung nach rechts. Durchaus machbar, so ist es nicht, aber den First Try nach all den Strapazen und mit der angesammelten Anspannung hinzulegen, ja, war jetzt nicht das Allereinfachste. Immerhin wird man beim Sturz direkt darunter recht gut aufgefangen und kann es dann erneut versuchen. Also sofern man nicht mitten durchrutscht, oder? Oder? Irgendwie gönne ich dem Kerl auch die mittlerweile bis zum Knochen aufgeschliffenen Finger. Er hätte auch einfach im Anfangsmeer ertrinken können, aber nein. Nach wie vor muss ich dem Spiel hier aber wirklich Props geben. Es ist leider wirklich gut gemacht. Die Kletter- und Sprungpassage... Vielleicht mache ich wirklich einen CO-Zock-Kanal. Irgendwie habe ich Bock, weil ich das so sehe. Ich will auch über Games reden. Menschen bauen gut aufeinander auf. Man entwickelt ein sehr gutes Gefühl für die physikalischen Gegebenheiten. Über 11 Stunden Spielspaß, weniger als 10 Euro? Was eine gute Anlage, finde ich auch. Da hat der eine Gaudi gehabt, der Mann. Es ist unfassbar belohnt und auf eine ganz masochistische Art und Weise macht es sogar Spaß. Also Props an den einen Entwickler, der das hier erschaffen hat. Du elendiger Hurensohn. Ich bin nach einer halben Ewigkeit dann mal wieder bei dem Sprung angekommen und habe den zwar nicht geschafft, bin allerdings auf dem Felsen darunter gelandet und habe dort an einem einigermaßen sicheren Spot einfach alles Mögliche versucht, das Steinige über mir zu erreichen. Ich habe alle Handhaltungen, alle Bewegungen, alle Geschwindigkeiten ausprobiert, dass selbst das Kamasutra mir nichts mehr Neues beibringt. Konnte und hing da locker 15 Minuten ohne auch nur irgendetwas zu erreichen fest. Ihr sagt jetzt eventuell, es sei unmöglich. Ich sage, dass ihr es nur nicht lange genug versucht habt. Und so schaffte ich es letztendlich. Im Schneckentempo krabbelte ich weiter nach oben. Voller Hoffnung, dass ich es endlich geschafft hatte. Voller Euphorie, dieses Spiel eventuell doch noch bezwungen zu haben. Doch all diese Gefühle schwanden beim Anblick eines roten Henkels dahin und Angst machte sich breit. Angst vor dem finalen Sprung. Wir befinden uns nun bei der letzten Mut- und Skillprobe vor dem Erreichen vom Gipfel des digitalen Everest. Ich bin zunächst einhändig etwas hin und her gewackelt, hatte aber nicht so das Gefühl, dass ich damit genügend Schwung aufbauen konnte und in der Vergangenheit war es hin und wieder tatsächlich einfacher, einen beidhändigen Sprung auszuführen, die einen zwar immer gut durchschleudern, aber auch immens Momentum mit sich bringen. Ich kniff meine Arschbacken so hart zusammen, dass aus dem doppelten Halbmond ein Vollmond wurde, schwang von links nach rechts und... Oh my fucking god, I did it. No way. Ey. No fucking way. Ich möchte heulen und mich einstreuen gleichzeitig. Oh, das war's, oder? Ja, mach jetzt nicht diesen. Der Schnee verlichtete sich, als ich die letzten zaghaften Züge nach oben machte und ich erblickte ein Schild, auf dem Peak geschrieben stand. Noch ein letzter Strecker gen Geschenkebox und das Konfetti war mein. Eine Krone schmückte plötzlich meine Birne und trotz all der Erleichterung fühlte es sich noch nicht wie das Ende an. Und mein Gefühl sollte recht behalten, denn natürlich kann man sich noch am Haus hinaufziehen, in die Wolken klettern, 1000 Tode beim nun wirklich letzten Sprung sterben, sich bis zu einer Leiter vorarbeiten, die dann auch nochmal erklimmen, mal auf ganz entspannt seine eigene Lebenszeit durchs geschmeidige Danebengreifen um 20 Jahre verkürzen. Es ist einfach Truman Show hier. Und dann... Mehr, mehr, mehr. Dann endlich erscheinen die Credits, die man natürlich auch noch hochklettern muss. And thank you for your suffering. Remember, to live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering. Friedrich Nietzsche, the end. Und man kommt wieder am Anfang raus. Stunden 30 Minuten. Und was macht man, nachdem man ein Erfolgserlebnis sondergleichen erlebt und pure Freude sowie Erleichterung in einen aufflammen? Ich für meinen Teil habe mir einen 5 Minuten langen Speedrun zu dem Game angeschaut und mich dann weinend ins Bett gelegt. Ich finde, ich habe für meine Mühen ein Abo, Like, Kommentar. Auf 5 Minuten geht er noch. Wetten, da kommen noch bessere irgendwann. Oder gar einen Besuch auf Twitch verdient. Gehabt euch wohl und bis dahin. Tüdelü. War stark. Wieso ist da ein Fluss? Ich finde es richtig cool. Das war Jotarium. Hier. Bing.
kriegst auch noch Konfetti von mir. Das hast du dir verdient. Ohne Scheiß. Das war echt ein cooles Video. Hat mir sehr gut gefallen. So müssen aber jetzt alle sein. Wenn nicht, dann geht's hier an das. Ich höre schon auf, gell? By the way, alle Videos davor waren auch super. Das war ja auch super spannend und letztendlich. Also mach du, hab deine Gaudi, hab deinen Spaß, mach deinen Kanal und so weiter. Ich find's super. Ich find's wirklich super, was du da machst. Wirklich super, super stark. Kuss geht raus, Grüße gehen raus. Und ich hoffe, du machst noch ganz lang weiter mit Videos. Das ist echt super cool. Aber ich weiß jetzt schon mal, dieses Game werde ich nicht spielen. Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.